Geht's in die Richtung echt zu Mother Brain? Schon. Ist ja nice. Puh. Ach ja, wir könnten jetzt. Wo geht's denn da eigentlich lang? Aber ich glaube, da geht's Story, also mäßig überhaupt richtig lang. Und was soll das? Warum kann man die wieder zuschießen? Nee, die ist zugegangen, weil du vorher. Nee, hier geht's wieder schräg weiter. Durchgeschossen hast und dann ist sie aufgegangen. So, flop. Muss nach oben bamsen. So, nach oben. Und nach da. Und dann Speedboostern wir. Nach links. Speedbooster. Das ist so cool. Alles kaputt. Okay. Shinesparken konnte ich nie. Nicht? Warum nicht? Kann ich immer noch nicht. Ach so, und dann, wenn wir schon gleich mal hier sind, können wir uns gleich den Ice Beam holen. Und gleich mal der Brain. Ja, nachdem wir uns den Ice Beam geholt haben. Waren da nur normale Raketen oder sogar Super-Raketen? Ich weiß es nicht. Ich habe Ewigkeiten keine Super-Missiles gefunden in diesem Spiel, bis zu einem bestimmten Punkt. Ich meinte irgendwie, ich hatte hier schon 10. Keine Ahnung, ich habe so viel rumgesucht, ich hatte lange Zeit nur 5. 5? Ja, mir kam die Zeit nicht mal so lange vor, in der ich nur 5 hatte. Weil du hast gesagt, dass man fast keine findet irgendwie. Ja, ich habe halt wirklich, ich habe alles abgesucht, ich habe keine gefunden. Ewigkeiten. So. Weil ich habe ja echt recht viel weniger gefunden als du. Ja, der hat bestimmt wieder alle abgeballert. Natürlich, ich hatte ja. Halt verschwendet. Ach Quatsch, die droppen doch auch wieder welche. Ja, aber trotzdem. So. Und hier springen, weil sonst fällt man da runter. Und das ist doof. Aber da unten gibt's noch ein Geheimnis, deswegen, naja. Ach nee, hier kommt. Ach, da gibt's ein Geheimnis? Nein, das ist das Geheimnis. Da muss man ja hin, weil da ist ja der Eisbeam. Oh, da fällt man gar nicht runter. Ich dachte, aber so. Okay. Flop. Naja, komm, weg. Oh, Mann, so dumm. So. Die Stachis. So, hier ist der Eisbeam. Da oben gibt's dann ein Upgrade, glaube ich, das wir holen können, indem wir den Eisbeam einsetzen. Und den Eisbeam stellt er jetzt sofort aus. Nein. Den brauchen wir jetzt. Wo denn? Ich werde den Eisbeam kaum ausstellen. Werden Eis ausstellen. Warum sagst du dann, dass es voll nützlich, dass man den ausstellen kann? Weil einfach ein Schuss dazu so noch ist und das ist doof. Na und? Mich hat das nicht gestört. Hier hoch. Und dann vereisen. Ja, schlau. So. Und so. Dann können wir hier durch, wenn Samus sich mal duckt und Dingens. Bück dich, Stück. Ja, bück dich, du Stück. Da brauchst du nicht mal das FIFA-Eisen. Doch, natürlich, wie willst du da sonst durchkommen? Ja, beim zweiten Mal. Aber da wieder, so. Brauchst du es eigentlich nicht vereisen? Puh. Oh, Mann. Du wärst fast runtergefallen. Ach, was. Ja, okay, mehr gibt's hier, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube schon. Keine Ahnung, ich habe jetzt gar keinen Bock, ich geht's. Ja, kannst du ja später mal im X-Ray Scope machen. Ja, genau. Können wir das uns jetzt nicht schon holen? Ne, brauchen glaube ich Powerbomben. Ja, glaube ich. Die wir uns auch schon holen könnten jetzt, glaube ich. Ja, mach halt. Und den Gravel Beam holst du ja auch am besten gleich. Ja, ich könnte mir jetzt so viel holen, weil ich habe Warrior Suit und Wave Beam. Damit kann ich mir so viel holen. Ja, dann brauchst du noch den Gravity Suit. Na egal. Moment, warte mal, eins möchte ich noch gucken. Und zwar war das hier oben nur offenbar die Schranke, konnte man die öffnen mit einem Wavebeam oder mit einer Super. Was, da geht's hoch? Ja, natürlich. Hast du das Video noch nicht gesehen? Ich war da schon. Habe ich auch schon hochgeladen. Nee, mit Supermesser. Einer, hast du das? Ja. Da habe ich über die Lower Brinster Musik, über diese hier, so abgefeiert. Ach, dann habe ich das schon gesehen, aber ich glaube, da war ich dann auf einer anderen Seite oder so. Klar. So. Ja, seht ihr, die Gegner hier würden alle mit einem Schuss sterben, aber der Icebeam macht halt noch einen Schuss drauf. Ja, dann schalt ihn doch aus, wenn er dich so aufregt. Nein. Alle mit einem Schuss würden sie sterben. Ja, dann schalt ihn doch aus, wenn er dich. Nö. Aus Prinzip jetzt mache ich das nicht mehr. So. Nee, da gehst du jetzt mit einem Walljump hoch. Puh. Ja, toll. Da ging's jetzt nicht, da geht jetzt nicht. Also geht schon, glaube ich, aber ich habe keinen Bock, jetzt so viel Skill zu zeigen. So. Oh, jetzt Skill. Ja, ich kann's halt, Junge. Ich kann's. Hast du's gesehen? Ja. Ja, so. Wahnsinnig toll. Okay, jetzt in diese Richtung war's, glaube ich, wo es die Powerbomben gab. Ich bin mir jetzt aber da unsicher.
Flop. Hey. So, ich mach das jetzt auf dem sicheren Weg. So. Wie er sich bei mir beschwert, weil ich mich nicht verabschiedet habe, dabei habe ich danach noch weiter aufgenommen. Das wusste ich nicht. Wobei ich mir danach schon gedacht habe, nachdem ich den Kommentar geschrieben habe. Aber bei mir ist immer erst schreiben, dann denken. So. Ja, hier geht's, glaube ich, zu den Powerbomben. War da nicht auch irgendwo was? Nee, ja, da schon, aber nicht in diesem Raum. Na dann. Du meinst das mit den Blumen, wo man da reinfallen konnte, aber das war erst später. Ich hasse es, wenn man da drin stecken kann. Ja, gestimmt, da hatte man dann schon das X-Ray-Scope, weil ich habe die dann abgescoped und habe gesehen, dass man da reinkommt. Abgescoped? Ja, abgescoped. Ich könnte kotzen bei diesem Part, ey, komm. X-Ray-Scope? Was? Röntgenvisier. Ja, klar. Röntgen, Kimme und Korn. Das ging mir übrigens auch so in diesem Part. Ey, ich hasse es. Da könnte ich immer so kotzen, so hier da oben. Da warst du noch nicht. Wo? Keine Ahnung. Da oben. Ja, natürlich nicht. Wie denn auch? Ja, klar, es geht, glaube ich. Nee, es geht, glaube ich, nicht. Ach, egal, ist so scheißegal. Hier gibt's die Powerbomben jedenfalls. Hey, flop, flop. Wann gehst du zum Massa Brain? Jetzt dann, aber die Powerbomben sind jetzt erstmal am wichtigsten. Nee. Hier war es, glaube ich, wo man irgendwo runterfliegen konnte oder so. Nee, oder in einem Raum weiter oben, ich weiß nicht. Na, flop, flop. Und dann gleich einsetzen übrigens. Ja, genau, da warst du nämlich dabei, als ich die Powerbomben gefunden habe. Und du hast gesagt, setz sie doch mal gleich ein. Genau, Powerbombe. Nein, du hättest sie in seine Hand legen müssen, das hätte viel mehr Style. Danach gleich nochmal, oder nicht? Nein. Das ist voll oft so. Wenn man Powerbomben findet, am besten aber immer hier, gleich. Aber hier, schau doch mal, was links auf der Minimap ist. Da ist ja, da ist ein Raum, aber vielleicht ist oben oder unten was. Hier unten, ich weiß nicht, war jetzt hier irgendwo was? Nee. Oder? Da drin war nichts, hier war auch nichts. Nee, das war ein Raum weiter oben. Aber wenn ihr im Spiel Powerbomben findet, legt dann immer gleich eine, da ist dann meistens was. So. Oft gibt es dann sogar noch mehr Powerbomben und das ist dann nice. Ja, Powerbomben findet man eigentlich wirklich viele in diesem Spiel. Das ist 16. Ziemlich krass. So, flop. Und weiter da. Das ist so lame in Zero Mission. In Zero? Zero. Zero. Zero Mission. Am Ende kriegt man die Powerbomben und kann sie nur noch einsetzen, um halt was für die 100% zu tun, aber ansonsten braucht man sie kaum. Das ist lame. Das ist richtig. Ja, weil man die halt in der Im Original gibt es nicht, klar. Ja, eben. So, hier ging es dann nach Maria, aber... Das ist ja nur ein Remake. Nee, nach Criteria geht's und von Criteria. Wie, hast du das sonst nicht immer so gemacht? Du bist zum Speicherpunkt hingelaufen, hast die Tür aufgemacht, hast ein Save-State gemacht und bist weitergelaufen. Keine Ahnung. Du bist, weil ich dich gefragt habe, warum deine ganzen Speicherräume noch blau sind. Ja, weil ich nie reingegangen bin, weil das hat mich einfach das zeitnehmend irgendwie. Aber in einem Let's Play mache ich das nicht, dass ich Save-States mache. Nimmt voll viel Zeit. Ja, hast du heute noch gar kein Save-State gemacht? Nee, überhaupt nicht. So, food euch und Mann. Eure ganze Familie. Ja, da unten war es irgendwo. Ja, links, genau, ganz hier, links. Weil da ist kein Ding und deswegen konnte man hier nicht einfach runterschießen. Nee, okay. Oder musste ich da Powerbombe legen? Ja. Flop. Flop. Und da sind noch mehr Powerbomben. Das ist cool. Nö. Doch. Jetzt nehmen wir schon fast eine halbe Stunde auf. Passt doch. Freut mich. Flop. Konnte man. Ja, man konnte euch einfrieren. Ja. Das ist nice. Natürlich. Könntest du sie natürlich auch mit dem Wavebeam angreifen, dann werden sie mit einem Schuss tot. Nein. Nein, die sterben eben. Die sterben nur durch Grapplebeam. So, hier geht's nach Criteria. Das war vielleicht nur ein Witz. Ja. Nach Criteria gehe ich noch nicht. Das machen wir irgendwann später, weil da geht's dann zum Wreck-Chip und dann wäre gleich der nächste Boss und auf den habe ich keinen Bock. Ja, jetzt noch nicht. Deswegen gehst du jetzt zum Master Brain. Saturn ist ein richtiges Arschloch. Mit den Powerbomben kommst du doch jetzt auch beim Schiff da irgendwo rein. Ja klar, sag ich ja, deswegen, da ging es jetzt zum Wreck-Chip, aber ich habe keinen Bock auf das Wreck-Chip jetzt. Nee, wo dein Raumschiff ist, da links in der Wand kommst du, glaube ich, irgendwo mit den Powerbomben rein. Achso, ja, stimmt, klar. Ist euch eigentlich aufgefallen, also
euch, ich sag jetzt, ich appelliere an alle, die Zero Mission gespielt haben oder gesehen haben. Was einer ist, das gesehen hat. Ja. Das Wreckchip könnte ja Dings sein, das zerstörte Raumschiff der Weltraumpiraten von Zero Mission am Ende. Ähnelt. Macht doch Sinn, oder nicht? Nö. Klar, das gab's in Metroid nicht, aber das könnte die Denkweise der Entwickler von Zero Mission dann da gewesen sein. In Super Metroid war da ein Wreckchip. Warum nicht da sowas hinmachen und genau an die gleiche Stelle? Weil es war genau an der gleichen Stelle. Also, würde Sinn machen, ne? Gibt's hier was? Ich glaube nicht, aber mal gucken. Au. Das war klug. Ja, klar. Aber ich darf sowas. Nö. Da kommst du mal hin. Natürlich. Ja. So, was gibt's da? Er kommt hier jetzt übrigens in goldene. Ah ja, und in dem einen Raum da, wo der erste Boss. Ah, hier ist, nicht sogar das X-Ray-Scope, aber da braucht man, glaube ich, das Ding. In dem Raum vom ersten Boss. Du hast danach noch einen Tank. In dem Raum vom ersten Boss. Da kannst du auch noch in der Tür rein, weil da ist ja ein Dings. Warum hat der Tank nicht gewirkt? Weil der erst dann wirkt, wenn du stirbst. Dann füllt er dich wieder auf, oder nicht? Probier's mal nochmal aus. Weil ich bin ja gerade. Ich glaube, ich muss an einem Gegner sterben, damit das klappt. Probier's oder? Mal aus. Ach, die sterben. Die machen immer nur 2 Schaden, ey. Nee, weil wenn ich da drin sterbe, dann geht das nicht. Das ist ziemlich komisch. Was? Ja, ich schieße mich gerade mit Safe-States durch. Ich weiß schon. Das macht. Oh, okay, aber das ist natürlich. Aber wollt ihr, dass er nochmal komplett durchläuft? Ja, weil dann bin ich ja beim. Ja, genau. Wollt ihr das? Ist das nicht sogar um die Ecke der letzte Speicher? Nee, aber dann müsstest du die Powerbomb wiederholen. Ja, eben. Ja, in dem Raum vorm ersten Zwischenboss da ist auch noch eine Tür für Bauerbomben. Bauerbomben. Hier unten stirbt man, glaube ich, weil da sind Stacheln. Ach. Nee, doch nicht. Dann leg am besten mal eine Powerbombe hin. Wow, 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 wow. In die Achillesferse. In die was? In die Achillesferse. Ja. Kennst du nicht den Achilles? Nee. Der einen Pfeil in die Achillessehne bekommen hat und dann ist er gestorben. Nicht ins Knie? Dir war so klar, dass das kommt, oder? Das war mir so klar, als ich gesagt habe, als ich angefangen habe mit, der hat einen Pfeil. Ja, klar. Da war mir so klar, dass es gleich kommt. Hat der Pfeil ins Knie bekommen? Und danach gleich, Fußrodar! Was weiß ich. Hä, was will ich mit Fußrodar? Okay. Warum sterbe ich an der Seite von Stacheln? Das macht keinen Sinn. So, ich konnte jetzt, doch den jetzt. Irgendwie manuell. Falschtaste. So. Ach so, Mode Manual. Du drauf Auto. So, nee, ich setze den jetzt gleich ein, weil. Stirb Auto. Ja, klar. Warum hatte ich den auf manuell? So dumm. Der war am Anfang noch auf Auto, das habe ich gesehen, dass der am Anfang auf Auto war. So, hier ist, glaube ich, das X-Ray-Scope, deswegen gehe ich hier gleich weiter, weil. Auch wenn ich hier sterbe. Ich meine, das ist alles mit. Könnte ich super Dingens-Einlagen machen. Oh, ich komme hier gar nichts mehr zurück, stelle ich gerade fest. Dann lasse ich das, weil sonst komme ich hier gar nicht zurück. Ja, stimmt. Ja, klar. Gut, dann warten wir, bis ich den Grapple-Beam habe. Nein, du aber wartest, auch nicht so lange. Wartest, bis du mehr Energie hast, du farmst jetzt Energie und dann gehst du da durch. Du nein! Musst wieder auf Auto. Ich will tolle Grapple. Oder nee, musst du. Ich will jetzt auf tolle Grapple-Beam einlagen. Das wird dann toll. Nein, du machst das vor dem Grapple-Beam. Nein, diesmal zwingst du mich nicht zu cheaten. Doch. Nein. Hast du nicht gecheatet? Das Spiel lässt das doch zu. Also, du gehst jetzt auf jeden Fall zum Anfang zurück, weil da kannst du einen Haufen machen. Ja, Weil sonst denkst du ja nicht mehr dran, wenn ich weg bin. Ja, schon gut.